hier ist Mr. Mike. Wie ihr vielleicht wisst, geht bald die NBA-Season los. Und ich werde immer wieder gefragt, wo kann man sich eigentlich die Spiele angucken? Live, for free oder natürlich auch im Nachhinein, weil es hat ja nicht jeder Zeit, jeder muss arbeiten, kann sich die Spiele nicht live in der Nacht angucken. Ganz klar, es geht mir genauso. Da wäre erstmal die Möglichkeit der NBA League Pass. Dafür muss man leider was zahlen, aber es ist auf jeden Fall das Geld wert, weil ja, man kann sich die Spiele live angucken, in bester HD-Qualität. Oder man kann sie sich auch nachträglich in der Bibliothek angucken. Ist eine super Sache, Streaming funktioniert super, ich hatte da selten Probleme mit, kostet dann 80 Euro für die ganze Season. Muss man wissen, ob einem das wert ist oder nicht, wenn man nur ein paar Spiele guckt, natürlich nicht. Noch eine feine Sache ist immer, dass Box am Sonntags meistens ein Spiel gratis streamt, im feinsten HD. Das ist aber echt eine coole Sache, weil sonntags kommen die Spiele immer früher. Also da geht es schon um 7 Uhr oder 8, 9 Uhr los und das kann man sich noch cool gucken, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Ja, also sonst, feinstes HD, coole Sache. Kommt natürlich auch ab und zu mal vor, dass das voll abkackt und man kann überhaupt nicht gucken, weil zu viele Leute auf einmal gucken wollen, weil ja, wenn es mal was umsonst gibt, steht natürlich jeder Schlange. Ich hoffe, das kriegen sie dieses Jahr mal auf die Reihe. Bei Spox geht auf einfach bei Facebook auf die NBA Deutschland Seite, da wird ja immer informiert, was gerade anliegt, was gestreamt wird am Sonntag. Finde ich gut, gucke ich ab und zu auch mal. Boah, cooles Ding. Eine andere Variante ist dann zum Beispiel so Streams for Free, so Sachen wie MyP2P, ob ihr von denen schon mal gehört habt, weiß ich nicht. Da kann man sich dann so Streams angucken von Leuten, die selber reinstellen. Das sind dann meistens so Links zu Sendern, zu ESPN zum Beispiel oder Fox oder keine Ahnung, wo halt gerade die Spiele laufen. Da geht es dann nicht nur um NBA, sondern NHL, NFL und was weiß ich alles. Da wird eigentlich alles gestreamt, was nur so geht. Mexikanischer Sport, ach keine Ahnung, was ihr gerade wollt. Eigentlich kann man da echt alles finden auf Google. Muss man einfach nur bei Google suchen, was man halt gerade sucht. Zum Beispiel NBA, Clippers gegen Nuggets for free, gibt man einfach ein. Dann findet man schon ein paar Links. Das ist so eine rechtliche Grauzone, es ist nicht wirklich illegal. Illegaler ist es mehr, wenn man sich selber dieses Programm runterlädt. Zum Beispiel bei MyP2P sind ein paar Links dabei, wo man sich so eine Software installieren muss. Dann ist aber die Gefahr groß, dass man selber ein Sender wird. Und dass halt andere Leute über euch dann mitgucken. Das ist dann mehr so eine Sache, ja, es könnte gefährlich werden. Das will ich lieber nicht machen. Aber wenn man sich jetzt irgendwo da einklingt und mitguckt, ist das so eine gerechtliche Grauzone. Das geht klar, kann man machen. Aber man muss halt, wie gesagt, live gucken. Man muss nachts aufstehen. Und dann Glück haben, dass der Link auch gut ist. Meistens gibt es von einem Spiel dann 3, 4 Links. Muss man halt durchgucken, welche Qualität besser ist. Wo ist flüssig, weil immer dieses Geruckel und so ist auch nervig, wenn man das nicht wirklich schön live mitverfolgen kann. Ja, müsst ihr selber wissen, was euch das wert ist, dafür Geld auszugeben oder nicht. Ich finde den League Pass auf jeden Fall eine gute Sache. Hat mir immer viel Spaß gemacht, aber mittlerweile, ja, 80 Euro sind dann 80 Euro, ne? Müsst ihr selber wissen. Jedenfalls, ich sage danke fürs Zugucken. Lasst mir bitte noch ein Abo da für weitere Videos. Gebt mir Feedback oder was euch sonst noch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne wissen wollt, mache ein Video drüber. Wenn ich euch helfen kann, immer gerne. Danke fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Thank you.